Die Ehefrau des früheren brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Marisa Letizia Rocco war für hirntot erklärt worden, nachdem sie einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Lula und Marisa Letizia Rocco hatten vor 42 Jahren geheiratet. Der Verlust der Ehefrau fällt in eine der schwersten Phasen im Leben des Ex-Präsidenten. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren wegen Korruptionsverdachts. Er hält sich bislang trotzdem eine erneute Präsidentschaftskandidatur offen.